Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute ganz kurz mit einer weiteren Möglichkeit, unserem Android-Smartphone in eine Webcam oder IP-Cam bzw. Überwachungscam umzuwandeln. Das gilt jetzt hier allerdings nur für Fritzbox-Besitzer. Und zwar gibt es hier in den Google Play Store eine App, die Fritz App Cam nennt sich das. Ja, von AVM hier, also vom Fritzbox Hersteller. Die App, die ist kostenlos und genau, ich habe das jetzt schon installiert. Nach der Installation sieht hier so aus, ja, dass also zuerst, wenn wir zum ersten Mal die App starten, dann sucht es erstmal nach der Fritzbox, dann müssen wir unser Fritzbox Passwort eingeben. Dann verbindet es sich hier. Hier bekommen wir oben die IP-Adresse angezeigt von unserem Smartphone jetzt, beziehungsweise IP-Cam. In dem Fall, das ist der Port hier, ja 8080. Und ja, über diese IP-Adresse mit dem Port dahinter können wir das eben über den Webbrowser aufrufen und uns die Bilder hier anschauen. Wir haben hier die Möglichkeit, genau, über die Einstellungen hier auf der App selbst, ja, hier können wir ein Kennwort vergeben. Das ist natürlich wichtig, wenn wir das ja übers Internet streamen, beziehungsweise wenn wir von, ja, aus dem Internet darauf zugreifen möchten. Hier haben wir die, ja, bei Fritz Freigabe. Hier kann man nochmal die Bildauflösung einstellen, einen Namen vergeben hier, und hier kann man noch ein paar Sachen einstellen, ja, die Aufnahme sichern, Videobilder hier speichern im Fritz NAS, per E-Mail senden, oder irgendwo hatte ich gesehen, man kann auch auf einem FTP Server hochladen direkt, ja. Zack, genau, die Bilder, die sind ziemlich gut, ja, gute Qualität auch, man kann auch mit Ton und alles drum und dran, wenn man die nötigen, ja, Portofreigaben in der Fritzbox eingestellt hat, kann man von überall auf der Welt darauf zugreifen. Ja, und zwar will ich euch mal kurz zeigen, ich habe das jetzt mal beispielsweise mycam.google.com Port 8080, ja. Wir geben jetzt die Adresse hier in den Browser und schon haben wir da Zugriff. Ich mache mal jetzt das Ton hier aus. Auf der Webcam, ja, wir können beispielsweise unsere Fahrräder hier überwachen. Und hier haben wir noch ein paar mehr Möglichkeiten. Wir können hier das Licht ja vom Handy hier einschalten, ja, beziehungsweise ausschalten. Wow. Okay, das ist jetzt angeschaltet hier. Hier kann man einen Schnappschuss machen, ja, zack. Und hier ist die Galerie, hier kann man die Schnappschüsse sehen halt. Ja, das ist jetzt, was ich gemacht habe. Also ein Foto halt. Hier kann man nochmal, hier Autofokus. Hier kann man die Bildqualität, ja, also die Auflösung nochmal anpassen, ja. Hier 80%, hier hoch und runter halt, ja, ich lasse das mal auf 100% hier, zack. Hier kann man das, den Ton hier ausschalten bzw. anschalten, ja, hier kann man mit Ton hören halt, hier kann man ein, ach so, hier kann man das Bild anhalten, zack, das ist jetzt hier schwer zu erkennen, aber, und dann nochmal weiter, hier kann man die Größe hier ändern, beziehungsweise, ja, das ist jetzt ein bisschen rangezoomt, ja, das Bild ist jetzt größer. Ich mache mal wieder normal hier, zack, genau, hier haben wir nochmal Info, ja, hier können wir sehen, das ist jetzt die App-Version, hier haben wir die Zuschauer, ja, das sind jetzt hier zwei Zuschauer, irgendwie, genau, die, ja, wie viele Zuschauer jetzt auf der, beziehungsweise wie viele Leute jetzt auf der Webcam zugreifen, ja, sich das ansehen. Hier Bilder per Second und so weiter, Bandbreite, hier haben wir IP-Cam, Picture and Page. Wenn wir darauf klicken, dann haben wir jetzt hier die Cam als, ja, ohne die Steuerelemente halt hier irgendwie.
Und hier haben wir nochmal die Hilfe, ja, das Fragezeichen hier. Zack, hier haben wir nochmal die eine, ja, Legende, wenn man so möchte, mit den ganzen ja, Buttons hier, was sie bedeuten und was sie bewirken. Genau, ja, also ich fand die App irgendwie ziemlich cool und dachte, vielleicht hilft euch oder den einen oder anderen irgendwie ein bisschen weiter. Vielleicht seid ihr da noch irgendwie auf der Suche nach einer Lösung hier. Irgendwie. Genau, das war es auch schon alles. Ich wollte euch, wie gesagt, nur kurz die App hier zeigen. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.